Willkommen zum ersten Tag der Chaos-Themenwoche. Das heutige kommt von Alexander, der sich in gut alter Chaos-Tradition an die Lightsworns gehalten hat. Und einem Uni-Zombie. Und natürlich anderen Lightsworns wie damals, weil. Naja, die meisten anders. Den gab es noch nicht. Der Rest ist. Es sind viele Sachen, die man vom alten Lightsworn Chaos sogar kennt. Nur die Chaos-Karten sind Eben. andere. Schauen wir mal, ob das noch so gut funktioniert. Sun. Dann gönnen wir uns mal. Wir haben Card Draw. einen Pot. So. Whatever. Oh. Okay. Ja, machen Charge. Charge. Da ist ein Mizuki weggeflogen. Lumina? Ja, Lumina. Oh, und ein Wolf ist weggeflogen. Mein Gott, haben wir Skill. Dann holen wir mal dieses Synchro-Monster. Haben wir ein Lightsword im Grave? Nee, wir können nicht die Lumina-Kombo machen. Okay. Dann aber machen wir mit Uni-Zombie, glaube ich. Wobei, nee, der kann zwei millen, mit dem kommen nur eine millen. Aber der kann den Mizuki weglegen. Haben wir nicht schon Mizuki? Das ist ja richtig. Dann machen wir. Ja, dann. Aber wir haben noch kein Darkness im Friedhof. Ja, dann machen wir Unizombie. Müll malt nur eine Karte. Und Ja. dann müllen wir den Raiden für den nächsten Zug mit der Lumina. Discarden meine ich. Oder nee, Quatsch, wir wollen ja. Jetzt legen wir was rein. Wir wollen ja gar nicht angreifen. Also wollen schon, aber könnten nicht. Ja. Das heißt, es ist völlig wurscht. Ja. So, Mizuki ist drin. Wir wollen irgend. Was war nochmal Gozuki? Im Friedhof? Das ist eine gute Frage. Nein. Ja, nehmen wir doch den. Ja, dann banish er sich Aber die. selber. Warte, wir haben keinen Zombie auf der Hand. Wir müssen aber nicht. Wir können ihn einfach reinlegen. Ja, ist halt Erde. Genau, wir legen ihn rein, aktivieren ihn nicht und dann können wir den Mizuki wiederbeleben und dann mit Gozukis Effekten einen weiteren Mizuki reinlegen und damit den Unizombie wiederbeleben. Das macht actually Sinn. Ja, ne? Für einen Chaos-Deck haben wir einen Haufen Erde und Feuermonster im Deck, fällt mir gerade so auf. So, jetzt müssen wir aber hier mal was synchron gehen. Ja. Oder eine Minerva zwischenschieben. Es ist relativ wurscht, in welcher Reihenfolge wir es machen. Hauptsache zwischendrin landet ein Zombie im Friedhof. Dann machen wir Minerva. Dann liegt der Unizombie wieder im Grave. Wir müssen nicht unbedingt einen Unizombie in den Friedhof legen, weil der ist wieder Stufe 3, wenn wir das machen. Und dann müssten wir eine Karte discarden. Wobei der Raiden im Friedhof ist vielleicht gar nicht so schlecht. Schon, ne? Ja, dann machen wir es mit Uni-Zombie. Okay, dann Minerva. Mit dir und dir. Mal schauen, ob wir Skill haben. Nö. Aber den Potze. Das Chaos hat auch einen Friedhofseffekt gehabt. Ja, sobald wir einen Banished Light oder Dark haben. Den Okay. wir doch nicht haben, aber den wir uns jederzeit beschaffen können. Richtig. So. Dann deine Stufe wieder auf 4. Und das Synchro-Viech. So, ja. Und noch mehr Karten vom Deck weg. Oh, eine Walküre. Ja, wir würden gerne eins davon adden. Ja, die. Aber wir hätten gerne Collapse Serpent auf der Hand, oder? Der kommt for free. Die kommt auch Kann man for free. weitermachen. Ja, aber mit Collapse Serpent sucht doch den Licht, du. Dann kann man nochmal weitermachen. Ja, stimmt. Die Valkyrie, die kann dann was reinlegen. Korrekt. So, das, was wir jetzt reinlegen, dürfen wir nicht aktivieren. Also müssen wir. Genau. Also irgendein Setup.
Hat der irgendeinen Friedhofseffekt? Nee, aber den wollen wir vielleicht noch holen. Den Chaos Creator. In unserem Zug. Weil wir actually einen auf der Pfote haben. Dann einfach den letzten Uni-Zombie. Weil den braucht keiner mehr. Ja, das können wir machen. So, ja, den können wir holen, das ist richtig. Dann können wir jetzt. Können wir noch einen Tuner holen? Wenn wir einen Uni-Zombie. Wenn wir jetzt einen Uni-Zombie banishen, dann können wir einen Tuner holen. Ja, weil der ist nur Stufe. Oder wenn wir. Nee, wenn wir den jetzt einfach den Raiden banishen aus dem Friedhof, dann können wir den Raiden wiederholen. Dann müssen aber die hier vorher weg. Was können wir denn jetzt reviven? Ja, hier, die haben doch das Chaos Gate. Dann können wir das doch erstmal machen. Können wir auch machen. Legen wir die Valkyrie halt. Super. Okay. Ja, was ich gerade sagen wollte, wir können theoretisch mit den beiden jetzt ein Exil. Warte, wann holt der? Muss der nur irgendwie auf den Friedhof gelegt werden? Ja. Das heißt, die beiden Exil. Also vom Feld. Dann muss vom Feld auf den Friedhof gelegt werden. Aber haben wir den überhaupt noch im Deck? Guck mal in den Pot. Ja, haben wir. Ich hätte das extra unter Tone legen müssen, dann hätten wir den. Pot of Everest. Gozuki. Ein Uni-Zombie. Ach, hier ist ein Kollapse. Ja, dann legen wir die wieder rein. Und andere Uni-Zombie. Und noch ein Uni-Zombie. Ja, was auch immer. Genau, noch Plan B holen. Synchro Plan B go. Synchro? Overlay Plan B go. In Dev natürlich. Okay, der hatte keinen Bock mehr. Okay. War doch gar nicht mal so ein schlechter First Turn. Actually wäre dann am Ende eine Plan B gelegen und sonst gar nichts. Ja, aber wir haben Plus gemacht. Das wohl schon, ja. Ich glaube, wenn man gewusst hätte, wenn wir gewusst hätten, was wir machen, wäre es noch ein bisschen besser gelaufen. Ja. Mr. Pegasus. Auch wildeste Übersetzung ever, weil eigentlich war Pegasus sein Vorname. Egal, wir haben einen Raiden und wir haben einen Recharge. Um mal zwei Karten zu ziehen. Nix, Ash. Wir können einen Wolf reinpacken und zwei Karten ziehen. Wir können einen Wolf reinpacken und zwei Karten ziehen. Wir können mal gucken, ob wir. Wir doch Blödsinn haben. Ah, der Collapse Serpent ist weggeflogen. Was da war nicht. Okay. Wir können die Lumina normeln und. Die Lies abschmeißen. Ja, oder Mizuki. Ist aber egal. Wir können die jeweils andere mit dem Chaos Serpent wegschmeißen. Von daher. Dann nehmen wir mal. Oder wir searchen erst searchen wäre, glaube ich, besser. Ja, searchen wir erst. Mizuki ist ein Erdemonster. Das ist richtig. Dann den Chaos Creator, oder? Ach nee, können wir gar nicht. Können wir nicht? Wieso können wir das nicht? With a different attribute. Wir haben den Dark weggeschmissen, also müssen wir einen Light suchen. Yeah. Dann suchen wir die Chaos-Valkyrie. Ja. Okay, also wir hätten definitiv den Mizuki in die Lumina hauen müssen. Ja, schon spät. Aber nachher ist man immer klüger. Wir haben immer noch nicht so wirklich viel. Halt echt nicht. Okay, dann specialen wir jetzt wohl die Chaos-Valkyrie. So, tschüss Felice. Ja, whatever. Was können wir jetzt machen? Hier das Chaos-Gate. Dann machen wir das. Dann nehmen wir die Felice wieder auf die Hand. Oder nicht falsch, das kommt im Deck und wir ziehen eine Karte, nein. Never mind. Ja. Falschen Effekt im Kopf gehabt. Super. Ja. Super trifft's ganz gut. Ja, die Frage ist, wollen wir jetzt riskieren, weiterzumachen oder wollen wir jetzt einfach einen Plan B bauen und sagen Go? Wir können auch in den Synchro 8er gehen und gucken, ob noch was passiert. Ich meine, 5 Karten, da wird ja wohl irgendwas dabei sein, theoretisch. Dann gehen wir in den Synchro 8er und gucken, was passiert.
Bist du once per turn mit dem Special Summon? Natürlich nicht. Use each Effect. Aber das... Ja, aber das ist kein Effekt zum Special. Nehmen wir die. Ja, aber die hat nur zwei Effekte hier stehen. Das ist aber trotzdem kein Effekt zum Special. Oder habe ich da gerade einen Doppelpunkt überlesen? Ich habe einen Doppelpunkt überlesen. Ja, hast du. Aber wir kriegen trotzdem noch Special Summons. Wir hätten gerne alle Effekte. Wir sind dran. Ich dachte irgendwie, er wäre dran. Ich weiß nicht warum. So, hier ist es kein aktiver Effekt mehr, ne? Das heißt, wir können, der hat auch noch einen Friedhofseffekt gehabt. Wir haben die Chaos-Valkyre noch nicht, wir nutzen den anderen Effekt, ne? Nein. Das heißt, wir können den jetzt weglinken und dann wiederholen. Und dann mildt die Chaos-Valkyre, was? Ja. Und dann haben wir vielleicht noch irgendwas. Vielleicht, ja. Dann gehen wir in den Cerberus. Genau, dann banischen wir jetzt die Lumina aus dem Friedhof. Und die Valkyrie wird auch noch eine Valkyrie im Friedhof. Oder? Ja, hatten wir. Mhm. Also haben die schon Licht. Aber wir müssen die wegmachen, sonst haben wir gar nichts. Wir könnten noch einen Wolf und dann Plan B holen. Wir können einen Uni-Zombie für den nächsten Zug reinlegen. Oder einen Chaos-Creator für den nächsten. Die können wir nicht auf die Hand adden. Nee, können wir nicht. Dann legen wir einen Uni-Zombie für den nächsten Zug rein. Sarayuja mit 3 bringt nichts. Abolusa könnten wir holen. Ist besser als das aktuelle Board. Ja, dann holen wir noch einen Abolusa für 3. Ist zwar eine Minus-Abolusa, aber hilft ja nicht. Let's go. Ja, es war ein bisschen Pech, dass bei den ganzen Mills jetzt nichts dabei war und man Dinge tun kann. Öha, ich glaube, die Apollosa ist an der Stelle gar nicht so gut. Zumindest beim Pot ist sie nicht so gut. Was kommt jetzt? Mein Go? Nee. Tun. Okay. Oh Gott. Da will jemand zumindest Yu-Gi-Oh! Spielen. Immerhin. Warte, müssen die Tools nicht gespecialt werden? Nein. Ein paar schon. Ich weiß nicht, bei allen, falls das Ja, die Stufe 5 oder höher sind, müssen gespecialt werden. Von den Vieren mussten auch ein paar gespecialt werden. Nicht die relevanten. So ein Wichser. Oder einfach ein Amano Iwato. Warte, wenn der da die Comic-Hand machen will, warum dann überhaupt der Amano? Apollosa macht auch nur Monster-Effekte. Das stört jetzt auf jeden... Nevermind, das stört nicht. Oder warte, wir kriegen die nicht kaputt, ne? Toon Kingdom. Oder wir können das Toon Kingdom einfach mit Judgment kaputt schießen, oder? Nee, können wir nicht. Oder? Ja. Ja, und der sagt? Ja, passt. Ja, der schützt sich nicht vor seiner Zerstörung oder so. Müssen wir den halt ein paar Mal aktivieren. Ja. Können wir den specialen? Ja, können wir. Dann aktivieren wir den mal ein paar Mal. Apollosa kann dreimal negaten und wir haben 3000 Lebenspunkte. Ja, das ist ein bisschen ärgerlich. Dass wir machen vorher andere Effekte. Ja. Dann normen wir mal einen Mizuki. Aber es können. Und dann können wir irgendwas aktivieren. Ja, den können wir mal machen. Den können wir die machen. Können wir den Synchro-Dude wieder weglegen. Oder den da. Nee, den kommt in das Deck zurück. Den Collapse-Serpen. Wow. Dann normal. Können wir jetzt die Chaos-Valkyrie aktivieren, ja. So, und haben wir irgendwas, was irgendwie davon profitiert, gebanished zu werden? Du? Nein. Nee, dann banishen wir dich, weil dann können wir dich zurücklegen. Mit dem anderen Chaos-Gate. Ja. Nein. Ich meine, wir können auch einfach erst angreifen. Fällt mir gerade so auf. Nein. Toon Kingdom.
Ach, wie wird er zu einem Toon-Monster mit dem Ding, ne? Ja. Und damit hat es alle Schutzeffekte, die das Toon Kingdom so anbietet, und ein paar mehr. So, dann können wir jetzt ein... Tornado Drake. Genau. Und der würde gerne mal auf die... Keine Ahnung. Kann der auf die Comic-Hand schießen oder sagt das Toon Kingdom nein? Ich glaube nicht. Wir können nur keine Toon-Monster mit Karteneffekten targeten. Okay. Gibt die Comic-Hand uns das Monster zurück, wenn wir sie kaputt machen? Ist Appaloosa once per chain? Ja. Das heißt, wir können wir können jetzt einfach JD aktivieren und wenn er mit Appaloosa negiert, können wir in Response mit Tornado Dragon schießen. Das ist korrekt. Dann machen wir das. Wenn er jetzt intelligent ist, lässt das durch. Dann holen wir uns die mal wieder. Mizuki weg, ganz wichtig. Wir nehmen die mal dankend zurück. Ja. So. Jetzt brauchen wir gar nicht mehr so viel Damage. Wir haben... Können wir Mizuki aktivieren. Was haben wir denn für Tages? Wir haben den Uni-Zombie und sonst nichts, ne? Ja, genau. Dann holen wir den mal wieder. Ja, da kann der den Mizuki aus der Hand discarden. Genau. Und dann haben wir noch einen Mizuki auf dem Feld. Der kann den anderen Uni-Zombie wiederholen oder er den Solitär. Den Solitär. Dann machen wir noch eine Synchro-Beschwörung. Genau, dann haben wir gewonnen. Wir würden das übrigens gerne nicht mit Appaloosa negieren. Ah, können wir gar nicht. Ach, Appaloosa geht nur auf gegnerische Effekte. Ja, Appaloosa hat eine Kindersicherung. Das nur einmal, dann halt ein Omega. Borrowed Savage. Ja, stimmt, wir haben Linkmonster im Friedhof. Wir haben jetzt ein Linkmonster im Griff, ja. Der würde gerne mal... Bumm! Aufs Maul, Gibbet! Ja, er hätte den Judgment-Effekt wirklich durchlassen sollen. Ja, dann wären wir einfach... Also ich meine, dann hätten wir immer noch Sachen machen können und ihn vermutlich... Er wäre trotzdem gestorben, oder? Tornado Drake und Appaloosa werden auf jeden Fall nicht auf dem Feld gelegen. Ja, also hätten wir 6-8 gehabt und hätten 1-2 Schaden noch irgendwie finden müssen. Ja. Und ich weiß gerade gar nicht, ob wir das hingekriegt hätten. Darüber hätte man sich dann Gedanken machen müssen. Richtig. Aber so mussten wir es nicht und dann sehen wir uns morgen beim nächsten Deck. Bis morgen.